will, ne? Der will auch. Hast du das mal gekauft? Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Kompakt, Alter. Oh. Ja. Lange nicht mehr gehört. Das muss ich euch zeigen. Ach, das ist der falsche. 240 PS. Ich habe hier noch ein paar. Passt gut. Dann haben wir hier 294 PS. Ich glaube, das ist bei Marco Degenhardt. Da hat man 304 PS. Dann haben wir hier 221 PS. Warum 293 PS. Wie oft bist du denn da hingegangen? Ich bin sehr oft da hingegangen. 275 PS hatten wir schon. 304 PS auf den Leistungsprüfstand bei Marco Degenhardt. Aber ganz kurze Geschichte, wer das jetzt nicht kennt. Ich habe einen BMW, den ich damals für 400 Euro gekauft habe. Das ist der 325 Ti. Ich tue mich immer bei Ti schwer. Es ist ein Kompakt E46 mit den geilen ATS-Felgen. Ich habe die Felgen verkauft. Und ich dachte, ich habe so viele Felgen hier. Du hast die verkauft? Nee, die nicht. Die verkaufe ich doch nicht. Wer will schon ATS-Felgen kaufen? Also, ich glaube, wenn ich die zu verschenken mache, glaubt nicht, dass einer kommt und die abholt. So geil sind die Felgen. Ich glaube, jemand würde dir Geld geben, damit du die Anzeige rausnimmst. Oder so. Nee, ich dachte, ich habe Folie 16, 17 Zoll. Ich habe gar nichts. Ja, also das Einzige, was ich habe, sind 19 Zoll. Aber die mache ich nicht drauf, weil ich möchte hier Minimum 16 oder 17 Zoll. Mhm. Jetzt suche ich momentan welche. Also, wenn ihr welche habt, was ihr günstig abgibt, ich habe den BMW damals gekauft für 400 Euro, habe ein Projekt daraus gemacht, habe den zusammengebaut, weil ich habe den echt vom Schrottzustand geholt. Ihr könnt ihr euch gerne mal anschauen, das ist echt eine schöne Videoreihe. Dann habe ich mir ein Kompressor-Kit von G-Power geholt. Alter, die heißen eigentlich anders, aber ich sag immer G-Power. Hätte die Gage gestimmt, hätte ich auch denen das andere Name irgendwie einfallen können. Ne? Egal, G-Power. Und haben 304 PS rausgeholt. Natürlich nicht so einfach, wie ihr gemerkt habt. Wir waren sehr oft auf dem Leistungsprüfstand. Wir haben sehr viele Sachen ausprobiert. Ich finde, Kompressor ist so eine Sache, das ist nicht so wie beim Turbos angekommen, glaube ich. Weil bei Turbos habt ihr viel mehr Input, ihr könnt viel mehr rausholen, ihr könnt viel mehr probieren. Bei Kompressor ist es leider ein bisschen limitiert, das Ganze. Aber ich habe ausprobiert. Ich habe hier eine 79er Riemenscheibe eingebaut, angekettet, dazu kommen wir noch, warum der angekettet ist, sage ich euch gleich auch. Und das Ganze haben wir tatsächlich noch mit einem Ladeluftkühler ausgestattet. Das Ganze konstruiert, geschweißt und da haben wir noch ein Problem mit diesen Schläuchen, weil die Schläuche, die drücken sich auseinander und dabei war der Kompressor halt unstabil. Jedes Mal, wo wir beschleunigt haben, ist er nach vorne und nach hinten gegangen. Und da habe ich es angekettet, weil ich hatte keine andere Möglichkeit gehabt, weil der Kompressor wird ja geliefert. Ja, dieses Aluminiumhalterung, ganz ehrlich, die könnt ihr in die Tonne kloppen. Das Ding ist so weich, sogar beim Anschauen verbiegt sich das Ganze. Da muss am besten Stahlträger rein, so dass es richtig robust ist und dann wird es laufen. Ja, die Kühlung hat sehr viel gebracht. Es ist sehr interessant, was man mit einem Kompressor alles rausholen kann. Weil wir haben hier gemessen gehabt, 175 PS Serie, Atonium, da habe ich 2000 Kilometer damit gefahren, da gab es nochmal einen Ölwechsel, da kam nochmal so ein Additiv rein und hatten dann 180 PS. 300.000 ist er gelaufen, 180 PS hatten wir gehabt, Basis, 304 PS gemacht. Warum ich das Ganze jetzt wiederholt habe, wir hatten ein paar Probleme gehabt, aber das haben wir gar nicht so dramatisiert. Ja, wir hätten sehr vieles dramatisieren können, wie der ein oder andere YouTuber, oh mein Gott, Motorschaden, nein, doch nicht 304 PS, oh nein, oh yeah. Weißt du, das hätten wir alles machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil wir hatten, Marco Degenhardt weiß das auch, und der Mietje von So Tuning. Wir haben hier immer wieder Notlauf gehabt, das heißt, wir haben die 304 PS geschafft mit... Genau, mit Notlauf. Das war geil. Und deswegen habe ich das gar nicht mehr dramatisiert, weil mein Ziel war 300 PS. Dann haben wir die 304 PS geschafft und dann habe ich den hier hingestellt. Genau hier hat mich das Ganze nicht mehr gejuckt. Aber hinter den Kulissen habe ich aber ein paar Sachen gemacht. Wir hatten hier Zündkerzen gehabt, die Zündkerzen haben wir zugedrückt, dass der Zündfunke halt näher ist. Das hat gar nichts gebracht. Im Gegenteil, ich hatte immer wieder das Problem gehabt, wie Zylinderaussetzer, vierte, fünfte, sechste Zylinder, immer so. Ich musste das Ganze sogar löschen, um weiterzufahren. Und dann habe ich mir den natürlich genau angeschaut und habe gesehen, dass die Zündkerzen einfach Fratze waren. Diese Zündkerzen waren auch nicht dafür gedacht, dass er 304 PS wert. Ich hatte ja davor diese LPG-Zündkerzen gehabt, auf jeden Fall Autos, die bis zu 400, 500 PS waren. Die habe ich wieder reingemacht, dann lief der auch wieder gut. Dann hatte ich aber noch ein Problem gehabt. Als ich irgendwann gefahren habe, habe ich einen Benzingeruch wahrgenommen. Habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Dass diese beiden Düsen undicht waren. Die habe ich natürlich sofort ausgebaut. Weil die ja größer sind als die Original, hat er dann so eine Schiefe gehabt und hat beide Dichtungen kaputt gemacht. Die habe ich ersetzt.
Ich hatte Muttern genommen, gleiche Dicke, viermal und habe das reingemacht. Und die Einspritzleiste sitzt dann schön drauf, so dass wir keine Neigung mehr haben. Der stand sehr lange, ich wollte den aber fahren. Und dann habe ich gesagt, ach komm, du musst Teile holen, fahr den noch einmal wieder mal aus. Ne, guck mal, wie er läuft. Ich will ihn anmachen, er geht nicht an. Und da haben wir ein Problem. Und? Weißt du schon? Nein, weiß ich nicht. Und wie professionell, ich habe mein Handy nicht aus. Wir werden natürlich hier ein paar Sachen noch ändern, wo ich noch denke, dass er auch noch ein bisschen Leistung klaut. Aber wir haben natürlich ein Problem, der geht gar nicht an. Und ich zeige euch auch. Der will, ne? Der will auch. Aber geht nicht an. Ich glaube, die Benzinpumpe. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Oder die Düsen sind kaputt. Einmal drücken, gucken, ob was rauskommt. Vorsicht, könnte spritzen. Boah, gar nichts. Okay. Das ist das Geile, ne, bei dem. Habt ihr einfach... Kennt ihr sowas? Genau, das sind die gleichen Sachen, was ihr in den Reifen reinmacht. Ne? Echt jetzt? Ja, einfach. Mein Auto, alles gut. So, jetzt gucken wir, ob da Benzin rauskommt. Da kommt gar nichts raus. Gut. Wir haben eine M3 Benzinpumpe eingebaut. Damals. Ja, und ich glaube, die ist Fratze. Die werden wir auf jeden Fall jetzt ausbauen und dann schauen wir uns die mal an. Und dann bauen wir eine andere Pumpe ein. Und dann schauen wir mal, ob der danach läuft. Das Auto ist für seinen 304 PS schon sehr, sehr spritzig. Für so ein Kompakt. Und ich bin der Meinung, dass wir sogar vielleicht mehr Leistung haben. Wir haben ja ein paar Fehler behoben, wir haben neue Zündkerzen drin, wir haben die Software noch ein bisschen, ein paar Gewürze noch rein und jetzt werden wir noch eine andere Benzinpumpe einbauen. Mal schauen, ob er läuft. Egal, ich baue jetzt die Pumpe aus. Und wie sieht's aus? Das war Benzin. Das ist die Pumpe, das soll angeblich diese Upgrade-Pumpe sein. Ja, 300 PS haben wir geschafft damit. Das war die Originalpumpe. Ist da noch was drin? Nein, da ist nichts mehr drin. Die habe ich herausgeholt, habe die hier mit dieser Upgrade-Pumpe ersetzt. Jetzt kriegt er natürlich eine männliche Pumpe. Ich habe jetzt hier einen Bosch, wie nennt man die? Bosch 44-Pumpe. Ja, ja, die ungefähr 100 Liter mehr einspritzt. Ob man das braucht oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich immer besser. So, wir müssen das natürlich ein bisschen modifizieren, weil es geht nicht anders. Passt das mit den Schläuchen nicht, dann passt das nicht aus. Ich habe natürlich geguckt, ob er Benzin drin hat. Er hatte Benzin drin, ja. So, ich baue das jetzt ein und dann schauen wir, wie er läuft. Ob er noch Benzin verliert, das möchte ich auch noch wissen, ob er auch gut läuft. Also, wie lange lief der jetzt nicht? Genau, fast ein Jahr, ne? Na, einmal ganz kurz im Sommer habe ich den ja nochmal angeschaut. Ja, so ein das bisschen mehr als halbes Jahr, halbes 7, 8 Monate. Gut, ne? Das ist die Pumpe von dem Lupo. Oh. 420 PS hat er rausgehalten, von daher. Bin aber sofort davon ausgegangen, dass die Benzinpumpe kaputt ist. Man sollte auch mal Relais schauen, gucken, ob da Strom ankommt und so weiter und so fort. Aber ich hatte die Befürchtung, dass die Benzinpumpe halt kaputt ist, weil wir so eine Upgrade-Pumpe da eingebaut haben. Ne? Mhm. Benzin-Relais könnte es auch gewesen sein. Also ich habe keine Löcher in den Händen. Nicht, dass ihr denkt, ey, ich kann es sofort sehen. Ja, das hörst du doch schon. So, ich starte. Ich versuche zu starten. Wow! Direkt angesprungen. Wow! Das ist doch gut, Mann. Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist BMW, das ist M54. Der stand fast ein Jahr und er springt sofort an. Und guck mal, wie gut der läuft. Ganz ruhig. Hast du Kettengeräusche gehört? Null. Hast du ein Klackern gehört? Null. Ja, du hörst jetzt den Riemen. Ist aber ganz normal. Und er ist aufgepimpt auf 300 PS. Und er läuft. Lass mal gucken, ob er schön raucht. Weil M450 Schaftdichtung, die gehen immer flöten und dann raucht es immer schön. Am Anfang. Oh.
geht auch. So viel haben wir nicht. Aber man riecht, ne? So ein bisschen ja. Öl riecht man schon. Also warte mal. Habe ich abgedichtet, die Düsen sehen gut aus, verliert nichts mehr. Zündkerzen laufen, ne, das sind die alten gewesen, die LPG-Zündkerzen. Jetzt haben wir die Pumpe getauscht, der leuchtet wieder, das ist sehr gut. Keine Geräusche, obwohl der, guck mal, wir haben 299.347. Weißt du was? Wir bauen den jetzt nochmal aus. Wir machen jetzt eine neue Software drauf, Aidosch. Mhm. Gut, dann machen wir das erst und dann machen wir weiter. Aidosch. Hallo. Aha. Mal Zündung aus. Zündung wieder an. So. Ich habe gerade die Software wieder drauf gemacht, weil wir haben ein Problem mit der Software, glaube ich. Oh, da sind wir noch dran. Ich muss jetzt einmal die ganzen Adaptionswerte wieder löschen, anlernen. Weil wir haben ja den Leerlaufsteller, also will ich, die Geschichte werde ich jetzt ganz kurz nochmal erklären. So, das war's. Einmal starten. Startet schon mal gut. Jetzt müssen wir einmal Vollgas geben, weil beim Vollgas geht der ja aus. Einmal ganz kurz. Der geht aus. Ach so. Ja, man sollte auch den Schlauch wieder dran machen. Das ist ja dieser Schlauch, der von dem Leerlaufsteller kommt. Den muss ich jetzt wieder dran machen. Den habe ich abgemacht und nicht wieder dran gemacht. Wir haben Probleme mit der Software. Die 304 PS, die wir erreicht haben, war der Leerlaufsteller stillgelegt. Bei Vollgas ging er aus. Da hatten wir auch schon mal ein Problem gehabt und da haben wir tagelang gefahren gehabt. Dann haben wir das so programmiert, dass er nicht mehr ausgeht, aber wir haben diese Software nicht mehr gehabt. Jetzt haben wir die alte Software genommen, wo wir richtig zufrieden waren, wo wir die 293 PS erreicht haben. Aber mit Leerlaufsteller. Davor war der abgeklemmt. Hier Stopfen rein, Schelle drauf. Jetzt ist der wieder an der Ansaugung drin. Und werden jetzt schauen, ob er wieder ausgeht. Egal, er leuchtet auf jeden Fall jetzt. Und jetzt werden wir nochmal gucken bei Vollgas, ob er ausgeht. Also nicht komplett Vollgas. 3000 Umdrehungen hat es gereicht. Der läuft super. Kannst du hier vorne aufnehmen hier. Was der Motor alles mitmacht, ne? Ja. Ah, jetzt ist er wieder zurückgekommen. Die Bohle jetzt einmal komplett zusammen. Dann besorgen wir Reifen. Und dann machen wir eine Probefahrt. Das heißt, wir sehen uns, wenn wir die Reifen besorgt haben, Probefahrt und gucken, ob wir noch Fehlermeldungen haben. Ganz wichtig, wenn wir keine Fehlermeldung haben, möchte ich jetzt mal gucken, was wir mit diesen Zündkerzen und mit diesen behobenen Fehlern an Leistung haben. Da gehen wir mal bis zur Tuning offen sein. Ich habe dich schon vermisst mit dir. Ja, wisch mich schon auf. Also geil, Jonas ist wieder da. Ja. Und jetzt wieder 20 Mal messen hier. Oh nein, schon wieder Jonas. Ich freue mich, den zu fahren. So, danke schön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, danke schön. Bitte.